So, und da bin ich wieder zurück. Herzlich willkommen. Und bevor wir natürlich mit der nächsten Quest anfangen, erst nochmal vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die entweder ein Abo auf Twitch oder eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube dagelassen haben. Vielen Dank an Ayun, Brotlava, Chaos des Telecallers, Highscore Helos, Ichimi07, Kati Krempel, Puginato88, Namitsu, Negoya, Moonspell Dragon und The Last Lone Wolf. Und ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Ehren- und Produktionsmitglieder, die mir ganz besonders viel Geld dagelassen haben, indem sie eine der teureren Mitgliedschaften oder Abos genommen haben. Vielen Dank an Juria Neiblum, Negi Magister und Klingone23. Als Ausgleich dafür kriegen sie alle paar Monate eine Postkarte wie diese hier nach Hause geschickt. So, es haben sich ein paar Fragen im Chat getan. Einhornfee fragt, was ist deine Klasse in Dragon's Dogma? Ich spiele am liebsten immer was Schurkiges, also Strider oder sowas. Oder gerne auch mit einem Bogen. Wobei ich aktuell, es ist jetzt, ich habe es jetzt wieder ein bisschen pausiert, an der Platin-Trophäe ja arbeite und da glaube ich, muss ich ja alle Klassen irgendwie mal ein bisschen gespielt haben. Und hallo Troll Timo und Four Doors fragt, wann ich wieder Assassin's Creed Odyssey spiele. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Wochen, Monate dauern. Am Mittwoch werde ich ja erstmal mit euch Fall Guys spielen und da hoffe ich, dass ich direkt mit euch zusammen Fall Guys spielen kann. Und die Woche drauf bin ich noch am Überlegen, ob ich mit euch Cyberpunk 2077 anschaue und anfange mit euch oder Assassin's Creed Valhalla weiterspiele. Das sind die beiden Sachen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Eins von beiden. So, aber jetzt bleiben wir erstmal bei Final Fantasy 14 und spielen des Schreckens zitternde Augen. Eivain scheint in Gedanken versunken. Ich selbst kehre nun zum Megadutan-Tempel zurück. Dort werde ich mir Berichte aus allen Teilen Tanavias einholen und entsprechende Weisungen geben, um das um der Lage bestmöglich Herr zu werden. Verstanden. In dem Fall werden auch wir den verhältnismäßig ruhigen Moment nutzen, um mehr über dieses Unglück in Erfahrung zu bringen. In der Stadt soll es genügend Leute geben, die zahlreichen Verwandlungen mit eigenen Augen mit ansehen mussten. Besonders Zeugenaussagen über die Blasphemität wären sicherlich aufschlussreich. Scheint sie doch die erste gewesen zu sein. So tragisch der Vorfall auch ist, möglicherweise gelingt es uns auf diesem Weg, den Werdegang dieser schrecklichen Katastrophe nachzuvollziehen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt, ehe es zu neuerlichen Angriffen kommt. Daher schlage ich vor, dass wir uns aufteilen und uns in unterschiedlichen Teilen Ratazans umhören. Alize und ich übernehmen die Gegend um Pakas Fahrt. Tancred und Yestola würde ich bitten, sich Dramabezirk vorzunehmen. Für Tara und Garatia bleibt somit der Ether-Platz und die Erta. Sobald wir fertig sind, treffen wir uns mit dem Megadutta-Tempel, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Dort können wir uns nicht verfehlen. Und it's Tony, servus auch dir. Einen wunderschönen guten Abend. Übrigens, falls ihr irgendwie Vögel hört oder Autos oder so weiter, liegt es jetzt daran, ich habe meine beiden Fenster aufgemacht. Ich habe es einfach nicht mal ausgehalten. Normalerweise bin ich eigentlich strikt dagegen, dass ich Fenster aufhabe, wenn ich streame. Zum einen, damit kein Lärm von außen reinkommt. Zum anderen, damit ich auch nicht die Leute, die draußen sitzen, belästige mit meinem Rumgebrülle. Aber jetzt geht es einfach nicht mal anders. Ich habe vorher wirklich 45 Grad im Zimmer gehabt. Ich hatte Angst, dass mein Rechner abstürzt. Nun, dann wollen wir uns an die Arbeit machen, Gratia. Die Arta ist der Bezirk, in dem auch der Tigel von Kalkimia beheimatet ist. Dort, wo die Seelenwächter wo wir die Seelenwächter erhielten. Das ist doch gar nicht mehr lange her. Und doch, wie dem auch sei, wollen wir dorthin gehen? Ein Mann namens Muadin hat sich meiner angenommen, als ich den Talisman abgeholt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er der Leiter der Städte. Sicherlich wird er unserer Bitte nachkommen. Garantier begleite dich jetzt, um den Auftrag durchzuführen, musst du den Auftragsziel erfüllen. Okay. Suchtkugel. Das Spiel heißt Final Fantasy 14. Wir spielen hier gerade ins Add-on Endwalker, den aktuellen
Stand, also es ist nicht genau der aktuelle Stand. Mittlerweile sind schon wieder neue kostenlose DLCs oder Patches dazugekommen. Aber das ist eben so die das aktuelle Add-on sozusagen. Wenn ihr selbst mal Lust habt, das auszuprobieren, Final Fantasy XIV ist bis Level 60 komplett kostenlos. Das beinhaltet auch das erste Add-on, Heavensward. Und das ist richtig episch. Da kann sich der gute Marek Dark Souls richtig drauf freuen, sobald er mal in Heavensward reinkommt. Der PvE-Content ist genial. Also, es ist halt, es hat eine ich muss jetzt vorsichtig sein. Also, es ist sehr storylastig, das Spiel. Sehr, sehr storylastig. Hat aber jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu World of Warcraft, kannst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt, level mich hoch und gehe dann sofort zum Enddungeon oder sowas, sondern das ist alles hinter der Hauptstory gegatet. Das heißt, du musst die Story durchmachen, um viele Inhalte freizuspielen. Was dazu führt, dass du sehr viel die Story sehr miterlebst. Also gerade wenn du PvE magst, ist das genial. PvP hingegen ist jetzt nicht ganz so die Stärke von Final Fantasy XIV. Es hat zwar ein paar PvP-Sachen, allerdings, wie gesagt, ist das nicht wirklich die Stärke. So. Ja, an diese roten Augen erinnere ich mich. Der Herr war kürzlich hier, um die Seelenwächter für einen gewissen Bund der Morgenröte abzuholen, wenn ich mich recht entsinne. Euer Anliegen muss dringlich sein, wenn ihr mich in dieser Stunde der Not aufsucht. Das ist in der Tat. Auf Geheiß des Magisterrates versuchen wir, mehr über die Ursache dieser Katastrophe in Erfahrung zu bringen. Ihr habt nicht zufällig die größten der Bestien mit eigenen Augen gesehen? Die Blasphemität? Unglücklicherweise habe ich das. Gestern Abend, als ich gerade hier im Tiegel meiner Arbeit nachging, wurde die Stadt von einem entsetzlich lauten Gekröle erschüttert. Es würde mich nicht wundern, wenn es auf der ganzen Insel zu hören war. Es fiel mir schwer, mich von meinen Alchemien loszureißen, aber letztendlich trat ich doch nach draußen, um nach der Ursache dieses Getöses zu sehen. Als erstes fiel mir der Eterit ins Auge. Seine Spitze schien wie üblich das Lot des Himmels zu spiegeln, obwohl die Abendsonne längst untergegangen ist. Entschuldigung. Gleich darauf erschrak mich ein grellender Schrei aus der Richtung des Blasamt Bazars. Kaum, dass ich meinen Blick nach rechts wandte, starrte mir die schaurigen Schädel eines gewaltigen Ungeheuers entgegen. Direkt aus einer Passage schob es sich heraus. Es grenzte an ein Wunder, dass es mit diesem enormen Körper überhaupt durch den Bazar kriechen konnte. Einige Streiter des Himmelsheeres eilten ihm entgegen, um es zu stellen. Doch mit einem einzigen Streich wurde sie beiseite geschleudert. Keinen Wimperschlag später erhob sich das Ungeheuer in die Lüfte, gefolgt von zahlreichen anderen Bestien. Die Blasphemität kam also aus dem Bazar. Hab Dank, das sind wertvolle Informationen. Weitere wollen wir euch gar nicht beanspruchen. Und damit steht uns nächstes Ziel fest, nicht wahr? Auf zum Bazar, Tara! So. Hört sich gut an, Dankeschön, werde es mal ausprobieren. Macht es! Suchtkugel. So. Müssen wir, glaube ich, hier lang. Da das jetzt hier eine Stadt ist, können wir hier leider kein Reittier rufen. Da müssen wir laufen. So, aber vielleicht können wir uns mittlerweile mit den Eteriten verbinden. Weil als ich das letzte Mal hier war, ging das nicht, da war der Eterit kaputt. Ein Zettel ist notdürftig an den Eteriten befestigt. Vorübergehend außer Betrieb. So ein Mist. Und Donix, vielen Dank für deinen Follow auf TikTok. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut und du leidest nicht so unter der Hitze wie ich gerade. Also jetzt geht's gerade, wo ich die Fenster aufgemacht habe. Ach, Gott sei Dank. Aber also durch halt... Ich habe halt drei Bildschirme, ein PC und die PlayStation. Das heizt halt extrem.
So, hier ist der Bazar. Und da haben wir einen, mit dem wir reden können. Was ist los? Sind Sie schon wieder diese Bestie? Nein, bitte nicht! Nein, bitte beruhigt euch. Ihr seid fürs Erste in Sicherheit. Wir wollen lediglich wissen, was sich letzten Abend zugetragen hat. Ihr wart doch hier, als die Bestien losbrachen, nicht wahr? Das war ich. Aus dem hinteren Bereich des Bazars rückten sie plötzlich an. Ein ganzer Schwarm von Ungeheuern. Unter ihnen war eine, ich kann es kaum beschreiben, eine Bestie. So riesig und grauenvoll, ich dachte, ein fleischgewordener Albtraum stünde vor mir. Und dann fiel sie über den Bazar her. Überall Schreie, überall Blut. So viel Leiber verschwanden in diesem fürchterlichen Baul. Verzeiht. Ich konnte keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen. Irgendwie gelang es mir, mich hinter einen Stand zu retten. Aber so recht erinnerte ich mich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich nicht der Einzige war, der sich in Marktstände versteckt hat. Von da an sah ich nichts mehr. Aber ich hörte es. Ich hörte alles. Bei den Göttern. Diese Schreie. Diese vielen, vielen Schreie. Bis keiner mehr da war, um... Wir können nur erahnen, wie schrecklich es für euch gewesen sein muss. Und wir danken euch aufrichtig für diesen Bericht. Er wird Razzathan und dem Magistraten gute Dienste tun. Der Tigel von Al-Kimia ist verschont geblieben. Vielleicht wollt ihr euch dort einfinden und euch helfen lassen. Gute Götter! Entschuldigung. Die Götter wissen, ihr habt Beistand verdient. Falsche Stimme. So. Und Suchkugel, danke für den Like. Und. Achso, nee, das habe ich ja schon gesagt. Entschuldigung. Ah, und Chaos-Stelle. Servus! Ja. Wie geht's dir? Ist es bei euch auch so warm? So, jetzt haben wir etwa... Du hast übrigens meinen Super-Dungeon Live-Run verpasst. den ich mit den Bots gemacht habe. Am Endboss 3 oder 4 Mal gescheitert. Du liebe Zeit, ihr müsst Reisende sein. Sagt es mir nur, wenn ihr etwas für euch tun kann, ja? In Zeiten wie diesen müssen wir einander helfen. Und gerade euch, so schrecklich weit weg von zu Hause, muss doch Himmel, Angst und Bange sein. Das ist ein großzügiges Angebot, hab Dank. Wir sind bereits versorgt, aber tatsächlich würden wir euch gerne zum gestrigen Abend befragen. Eine riesige Bestie hat im Bazar gewütet, nicht wahr? Das hat es wohl, ja. Ich erinnere mich noch. Ich war hinten in meinem Laden mit dem Rücken zur Straße und räumte mein Regal ein. Plötzlich ertönte ein grellender Schrei. Erschrocken fuhr ich herum und da starrten mir seine albtraumhaften Fratzen direkt entgegen, als sie sich durch den Eingang zum Bazar schoben. Mhm. Und Semir Saman, hallo, herzlich willkommen. So, mit irgendjemandem muss ich noch reden. Einmal muss ich noch eine dritte Person. So, wer ist der dritte? Muskelkater vom Federballspiel. Ja, ist bei euch denn nicht so heiß, Chaos-Distelle, dass du Federball spielen kannst? Oder warst du in der klimatisierten Halle? Also wir hatten gestern, ich bin ja gestern in der Nähe von Österreich gewesen, an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und da hatten wir 36 Grad. Also ich bin so froh, dass mein Auto eine Klimaanlage hat. Vor allem haben wir fast 5,5 Stunden gebraucht. So, hier. Entschuldigt, aber wir haben geschlossen. In diesem Chaos ist am Handel nicht zu denken. Wir sind keine Kunden, sondern auf Geheiß des Magistrats hier. Um nach der Ursache der Katastrophe zu suchen, stellen wir Nachforschung bezüglich der größten aller Bestien an. Ihr habt sie gestern nicht zufällig selbst gesehen. Und King White, vielen Dank für die Rose. Die größte aller Bestien? Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Nein, ich war die ganze Zeit auf dem Ostbazar. Und hier gab es nur kleinere, wenn auch nicht minder schaurige Monstrositäten. Wenn die Blasphemität allerdings auf dem Bazar ihren Umwesen trieb, achso, das ist eine Frau eigentlich, na okay, egal, getrieben haben soll, dann muss es in dieser Westpassage gewesen sein. Gönnen wir uns einen Moment, um zusammenzufassen, was wir erfahren haben. Gut, das machen wir nicht hier drin. Gehen wir in die Richtung. Ja, ich hatte auch den gestern ganzen Tag Hut auf. Also bis auf das, wo ich im Auto saß. Oh,
Aus den Aussagen der drei Händler lässt sich schließen, dass die Verwandlung der Blasphemität nicht auf dem Basar geschehen ist. Nein, glauben wir unseren Zeugen, muss sie genau hier vorbeigekommen und die Westpassage eingedrungen sein, auf dem Weg zum Iteritenplatz. Unsere Nachforschungen führen uns also in den hinteren Bereich. Mir ist vorhin ein Schild ins Auge gefallen. Dort liegt eine Gaststätte namens Meridians Mihane. Sehen wir uns in dieser Mihane doch einmal um. Auf in die Mihane! Was auch immer das sein mag. Das ist wahrscheinlich das Restaurant hier. So, ich werde hier den Stadt-Iteriten aktivieren. Oh, das ist interessant. Mit den Stadt-Iteriten kann ich mich harmonisieren, aber nicht mit den normalen Iteriten. Das ist ja mal wieder herzallerliebst. Hallo, ist hier jemand? So, guten Tag. Zumindest ist die Ordnung wieder halbwegs hergestellt. Auch wenn die Gäste wohl noch eine ganze Weile ausbleiben werden. Ein gigantisches Ungeheuer? Ihr meint eben jenes, das das Himmelsheer als Blasphemität bezeichnet, nicht wahr? Das habe ich gesehen, ja. Ich stand an der Theke und war gerade dabei, ein Tablett mit einer Bestellung von Meride entgegenzunehmen. Da erklang hinter mir ein ganz seltsames Geräusch. Ein Brüllen oder doch mehr ein Knurren. Ich weiß nicht recht. Höchst ungewöhnlich jedenfalls. Als ich mich umdrehte, stand schwarzer Nebel in der Luft, der sich aber so plötzlich verzog, wie er gekommen war. Dahinter kam dieses abscheuliche Wesen zum Vorschein. Und dann brach das reinste Chaos los. Ich wage gar nicht, mich an Einzelheiten zu erinnern. Wir hatten großes Glück, dass sich das ganze Unheil sofort nach draußen verzogen hat. Da fiel mir dann der blutrote Himmel auf und mich packte eine derart heftige Panik, ich hätte beinahe das Bewusstsein verloren. Wenn wir uns nicht alle gegenseitig aneinander geklammert hätten, wäre ich zweifelsohne zu Boden gegangen. Verzeiht, aber die Bestie tauchte auf, bevor der Himmel rot wurde? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich stand an der Theke und musste mich umdrehen, richtig? Von hier aus blickt man direkt auf den Himmel. Wäre er schon rot gewesen, als die Bestie aufgetaucht wird, hätte ich das auf jeden Fall bemerkt. Das Spiel heißt Final Fantasy 7. Final Fantasy 14. Final Fantasy 7 ist gut. Final Fantasy 14 ist besser. Doppelt so gut. Hat doppelt so viele Zahlen drin. Nein. Ein ganz anderes Spiel. So, der zitternde Gast. Ein riesiges Ungeheuer, sagt ihr? Eines mit endlos vielen Mäulern vielleicht? Ja, das habe ich gesehen. Mit meinen eigenen Augen sah ich, wie es sich verwandelte. Hinten am Fenster saß ein Krüppchen brechender Händler, wisst ihr? Zumindest kamen sie mir wie Händler vor. Ganz normale Leute, dachte ich. Einer, und ich glaube, es war ihr Meister. Dem ging es gar nicht gut. Hielt seinen Kopf in den Händen und sah ganz elend aus. Er tat mir leid, deswegen weilte mein Blick länger auf ihn, bis plötzlich seltsam schwarzer Rauch von ihm aufgestiegen war. Ich hatte kaum Zeit, mich darüber zu wundern. Da quoll sein ganzer Körper schon auf und er verformte sich zu einer Abscheulichkeit, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Einige der anderen Gäste haben geschrien, glaube ich. So ganz spielte mein Gedächtnis nicht mit, verzeiht. Dann war da mehr schwarzer Rauch und noch mehr Bestien. Das muss ein fürchterlicher Anblick gewesen sein. Wer dieser Händler war, das wisst ihr aber nicht, oder? Leider nein, ich bin Maler. Daher habe ich mit dem Handwerksvolk kaum etwas zu tun. Aber Miel hat mir mit ihm gesprochen, daran erinnere ich mich ganz genau. Sie ist eine Bedienung hier in der Mihane. So, dann sprechen wir mal mit ihr hier. Herzlich willkommen. Seid ihr Gäste? Ich fürchte nicht, nein. Ihr seid Mihilin, nicht wahr? Ihr bedient hier in der Mihane. Gottes. Also die Namen, die sie sich immer ausdenken, das ist immer furchtbar. Wir sind auf Geheiß des Magistrats hier, um den Vorfall des gestrigen Abends genauer zu untersuchen. Sagt, kennt ihr den Händler, der sich in dieser enormen Bestie verwandelte? Nun, ein wenig, ja. Er war einer unserer Stammkunden. Karl Zahl. Das war sein Name. Karl Zahl können wir übrigens. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Graf Zahl. Karl Zahl haben wir am Anfang von Endwalker mal kennengelernt.
als wir das erste Mal hier in der Gegend waren. Er führte ein Handelshaus, soweit ich weiß. Es war Karl Zahl? Genau, der Kontakt zu den Fischern. Der Name taucht in euren Berichten auf, oder nicht? Als er das erste Mal nach Tanavanir gereist hat. Wenn ich mich recht entsinne, war er der Meister eines Handelshauses in Yilimat. Durch ihn seid ihr auf die Fischer Matsya gestoßen, nicht wahr? Fordos, danke, dass du da warst. Mach's gut, einen schönen Abend wünsche ich dir. Hoffentlich nicht zu warm Abend. Und vielleicht sehen wir uns am Mittwoch. Wenn wir dann zusammen Fall Guys spielen. So, eben jener Karl Zahl. Ja, soweit ich weiß, entwickelte er seine Geschäfte größtenteils in Yilimat ab. Das plötzliche Auftauchen des Turms hat seine ausländischen Kontakte aber wohl stark verunsichert. Und der Handel ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Und damit natürlich auch sein Einkommen. Seltsam, als der Turm verschwunden war, sah es leider überhaupt nicht gut für ihn aus. Der Bürgerkrieg in Galamite ließ die Käufer in Übersee weiterhin ausbleiben. Die Lage war einfach zu instabil für blühenden Handel. Mehr und mehr Kontakte zogen sich zurück, hat er mir im Vertrauen erzählt. Das muss ein harter Schlag für ihn gewesen sein, gerade als Verantwortlicher für ein ganzes Handelshaus. Oh, das war es. Gestern hörte ich ihn und einige seiner engsten Vertrauten darüber sprechen, wie sie die Existenz der vielen Arbeiter, Handwerker und kleineren Zulieferern hier in Tavernier gewährleisten können, trotz der schlechten Zeiten. Aber sonderlich weit schien sie mir mit diesen Überlegungen nicht zu kommen. Es tat mir aufrichtig leid, wie er mutlos über sein Getränk gehangen und vergeblich nach Lösung gesucht hat, bis er... Ist schon gut. Diese Erinnerung wollen wir wirklich nicht nochmal aufleben lassen. Nur eine Frage hätte ich noch, wenn ihr gestattet. Ist euch etwas Ungewöhnliches an Karl Zahl aufgefallen, bevor er sich verwandelte? Bitte, versteht. Wir wollen auch herausfinden, weshalb gerade er zu der Blasphemität wurde, die ja doch ein weitaus stärkeres Ungeheuer als alle anderen war. Es tut mir leid, aber das Einzige, was mir auffiel, war seine Stimmung. So verzweifelt hatte ich ihn noch nie erlebt. Ali, da wartest du leider vergebens, denn Days Gone habe ich bereits durchgespielt, auch hier im Stream. Da warst du nur blöderweise gerade nicht da, als wir das gespielt haben. Aber es kann sein, dass ich irgendwann mal nochmal Days Gone weiterspielen werde, weil ich ja noch die Platin-Trophäe da freispielen will. Es tut mir leid, aber das Einzige, was mir auffiel, war seine Stimmung. So verzweifelt hatte ich ihn noch nie erlebt. Er hatte keinerlei Familie, das hat er mir vor einer Weile selbst erzählt. Und alle, die in dieser Nacht bei ihm waren, seine engsten Freunde also, haben sich selbst verwandelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Nachbarn mehr über diese Umstände wissen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo er genau wohnt, doch eine grobe Vorstellung habe ich, wenn euch das helfen würde. Das hilft uns, auf alle Fälle. Yay, und Level Up! Level 86, juhu! Und ich habe ein neues Fähigkeit bekommen. Achso, Fähigkeit hat sich nur verbessert. So, C ist das Zwirn. Mihilil erinnert sich daran, wo Karl Zahl gewohnt hat. Karl Zahl lebt im oberen Teil Ratz Adhans, in Karma, um genau zu sein. Karma ist ein dicht besiedelter Bezirk, aber Karl Zahl erzählte mir einmal, dass er dort groß geworden ist. Die Suche nach seinem Zuhause dürfte sich also trotz der vielen Häuser nicht allzu schwierig gestalten. Man sollte ihn dort zweifelsohne gut kennen. Karma, dorthin verschlug es uns bislang noch nicht. Ah, in dem Fall schreibe ich euch gerne auf, wie ihr von hier aus hingelangt. Bitte sehr. Und viel Erfolg. Ich werde dafür beten, dass Karl Zahl geplagter Geist Ruhe finden möge. Das ist aber eine sehr genaue Wegbeschreibung. Lass sie mich studieren und Anweisungen geben, ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass wir uns verlaufen haben, gib einfach Bescheid. Garantier begleitet dich wieder. Okay. So. T1X FR4. Das Spiel heißt Final Fantasy 14 und ist ein MMO. So. Ansprechen.
Karl Zahl wohnt im oberen Bereich in Ratzathan in einem Viertel namens Karma. Ich studiere die Wegbeschreibung, die uns Milien mit netterweise mitgegeben hat. Und du sagst einfach Bescheid, wenn du nicht mehr weiter weißt, wohin. Okay. So, wir gehen erstmal hier lang. Da wir allerdings jetzt gerade die Hauptstory machen, passiert nicht allzu viel Kampf, vor allem weil wir gerade eben erst einen größeren Dungeon hinter uns hatten. So, nach dem Weg fragen. Von der Schenke aus müssen wir durch den Bazar zum Etheritenplatz, schreibt sie. Also genau die Richtung, aus der wir gekommen sind. Gut. Das sollten wir hinkriegen. Und wenn ihr selbst mal Lust habt, Final Fantasy 14 zu probieren, einfach mal gucken, gibt es für PlayStation und PC. Und bis Stufe 60 gibt es eine Trial-Version, die ihr, also da müsst ihr die Trial-Version spielen. Und die Trial-Version könnt ihr bis Stufe 60 komplett kostenlos spielen. Und ohne Zeitbegrenzung. So. Und hier sollten wir... Ah ja, die Stufe hinauf in den oberen Teil der Stadt. Gut, machen wir auch. Da waren wir ja noch bisher noch nie. So, da nochmal lang. Okay, und jetzt? Das hier ist Yuji, nicht wahr? Dann sind wir richtig. Als nächstes schreibt sie, dass wir nach Südosten wenden müssen und der Straße durch die Gebäude folgen sollen, bis wir vor einer Passage stehen. Aber nicht die kurze Treppe hinauf, steht hier außerdem. Also nicht die kurze Treppe hinauf, Südosten, hier lang, okay. Das sieht mir nach einer der Passagen aus. Jetzt müssten wir einfach nur noch der Straße folgen und sind in Karma. Ha, mit einer derartigen Beschreibung, eine verwinkelte Stadt wie Ratzathan zu erkunden, fühlt sich ein wenig wie Schatzsuche an. Oder gar wie ein kleines Abenteuer. Lass uns das unbedingt wiederholen, wenn wieder friedlichere Zeiten eingekehrt sind. Also ich meine, die Welt geht gerade unter, aber blöderweise weiß ich ja schon, dass wir überleben werden. Oder das Spiel weitergeht, weil der erste DLC ja schon veröffentlicht worden ist. Also DLC-Inhalt. Also die sind ja immer kostenlos, die Patches, aber also die Story wurde schon weitergeführt. So. Und da wir sind, Karma. Laut unseren Zetteln sind wir am Ziel. Das hier ist Karma. So gerne ich mich auch in aller Ruhe umsehen würde, die Pflicht geht vor. Komm, hören wir uns um, ob wir nicht auf einen Bekannten von Karl Zahl stoßen. Angesichts der Situation haben sich sicherlich viele Bürger in den Häusern verborgen. Daran sollten wir denken. Okay. Dann klopfen wir einfach mal wild an die Türklingel. Hallo? Ah, ja. Matti! Karl Zahl, selbstverständlich kenne ich ihn. Er hat schon seit jeher neben uns gewohnt. Inzwischen ist er nicht mehr der Jüngste, aber noch genauso emsig wie eh und je. Verlässt das Haus entsetzlich früh am Morgen und kehrt erst spät zurück. Gänzlich seinen Geschäften verschrieben. Aber seit einer Weile laufen die gar nicht mehr so gut. Das sage ich euch. Ganze Tage verbringt er zu Hause, weil er schlicht nicht zu handeln gibt, weil es schlicht nichts zu handeln gibt. Der arme Kerl. In letzter Zeit sah man ihn mancher Nacht stundenlang auf einer Bank draußen sitzen. Meistens döst er irgendwann auf ihr weg. Die ganze Nachbarschaft macht sich Sorgen um ihn. Wirklich. Das deckt sich mit dem, was Millie über ihn gesagt hat. Er schien wahrlich in gar keine guter Verfassung zu sein. Hat er sich ansonsten seltsam oder ungewöhnlich benommen? Ist euch da etwas aufgefallen? Nein, nur die Geschichte mit seinem Geschäft. Das Schicksal hat ihn wirklich schwer gestraft, wo er doch so ein herzensguter Mann ist. Aber sagt, ist denn etwas vorgefallen? Sonst würdet ihr doch nicht so viele Fragen über ihn stellen. Du liebe Zeit, sagt nicht, ihm ist gestern Abend etwas zugestoßen. Schon ein bisschen. Ich selbst weiß ja gar nicht so recht, was draußen gerade los ist.
Meine Tochter sagt, ich soll bloß nicht das Haus verlassen, weil ich doch so schlecht laufe, wisst ihr? Nun, im Moment ist die Lage ruhig. Allerdings gibt es keine Garantie... Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass nicht noch mehr von den Bestien auftauchen werden. Daher hat eure Tochter völlig recht. Gebt auf euch Acht und bleibt im Haus. Und falls es wieder zu einem Vorfall kommt, dann wird der Magistrat handeln und euch das Himmelsheer schicken. Sie werden euch in Sicherheit bringen. So. Astra. Kaum hat sich der Himmel... Also, wir müssen so sprechen. Kaum hat sich der Himmel verfinstert, fielen diesen unheimlichen Wesen in die Stadt ein. Aber hier sind wir wohl doch sicher, oder? Ja, eindeutig. So. Das Himmelsheer hat uns gewarnt, dass in der Stadt unheimliche Wesen aufgetaucht sind. Wir müssen vorbereitet zur Evakuierung der Bevölkerung treffen. So, nochmal den Stadtätheriten harmonisieren. Falls mal der große Ätherit endlich repariert wird. So. Da haben wir noch irgendwie ein Haus. Ah ja. Muss es jetzt schon fort sein? Ich bin doch eben erst aufgewacht. Das war vermutlich das Beste, was euch heute hätte passieren können. In ganz Tavernier gehen Bestien um. Gerade ist die Lage in der Stadt ruhig, aber ihr solltet eure Sachen packen und euch darauf einstellen, dass ihr eventuell fliehen müsst. Grund zur Panik gibt es aber keinen. Wenn ihr allerdings nichts... Jetzt bin ich dagegen gekommen, Entschuldigung. Mit seinem Handelshaus ging es in letzter Zeit ordentlich bergab. Und gute Dinge waren den armen Mann, also Karl Zahl, schon lange nicht mehr. Bis auf vorgestern, da hatte er Nachricht erhalten, dass Ruvitianswürn einen Großauftrag für ihn hatte. Leider weiß ich nicht, was daraus geworden ist. Aber Jin Bahar könnte euch sicherlich weiterhelfen, wenn ihr mehr darüber in Erfahrung bringen wollt. Er ist für alles Geschäftliche der Spinnerei zuständig. Daher ist er euer bester Ansprechpartner. Jin Bahar in Ritwirtswirn, also? Es spricht nichts dagegen, ihn auch noch zu befragen, nicht wahr? Also befragen wir ihn auch noch. Wo auch immer der gerade ist. So. Also ich glaube, mir bleibt erstmal nichts anderes übrig, als einfach dem Weg hier zu folgen. Dass wir irgendwo eine Abzweigung finden, an der wir vorbeikommen. Und jedes Mal, wenn ich diese Elefantenmenschen rede, geht das ganz schön auf die Nebenhöhlen. So. So. Da haben wir noch mal was, worüber wir reden können. Über den Weg nach Dharma sprechen. Die Stufen hinauf geht es zum Dharma-Bezirk, wo wir auch die Seidenspinnerei finden. Götter, aus diesem Blickwinkel in den brennenden Unheil ist dem brennenden Unheil wirklich nicht zu entgehen. Das kann doch nicht der Himmel sein, oder? Doch, ist der Himmel. Als ihr mir vor den letzten Tagen der Alten erzählt habt, ging ich davon aus, dass der lodernde Himmel ein Resultat der außer Kontrolle geratenen Schöpfungsmagie sei. Und vermutlich dachten das die Alten selbst auch. Jemandes Angst lässt die Sterne herabstürzen. Heutzutage gibt es allerdings keine Schöpfungsmagie mehr. Was also lässt die Leute zu Bestien werden und was hat den Himmel in Brand gesetzt? So. So. Da vorne haben wir noch mal ein kleines Gesprächsthema. Da hätten wir sie. Die Büsche mit den Seidenraupen.
Falsch sind wir also nicht. Dort hinten führt die Stufe hin ins Innere, glaube ich. Okay. Also ich finde ja diese Escort-Mission, die mit Endwalker dazugekommen sind, richtig cool. Das erzählt ein bisschen die Geschichte. Basegame. Ja, ich spiele das Spiel das erste Mal durch. Ich bin erst 4 Jahre an dem Spiel dran. Also das ist ein nie... Oder das Ende hat eigentlich kein richtiges Ende. Es wird immer weiter erweitert, das Spiel. Also deshalb, das ist komplett. Ich habe das Spiel jetzt zum ersten Mal und werde es auch wahrscheinlich nur ein einziges Mal durchspielen. Jinbara? Nee, sogar mehr. 2016 habe ich damit angefangen. Also sind jetzt sogar jetzt schon 6 Jahre. Es tut mir leid, aber das muss alles schneller gehen. Konzentriert euch erst einmal auf das Allernötigste, dann sehen wir weiter. Ist halt, wie gesagt, ein MMO. Die sind dafür gedacht, so lange zu spielen. Bitte verzeiht die Störung, aber seid ihr zufällig Jinbara? Wir würden euch gerne einige Fragen stellen, wenn es euch die Zeit erlaubt. Oh, bitte entschuldigt. Im Moment erlaubt das meine Zeit leider überhaupt nicht. Und Chaos gibt mir gerade recht, dass das mit diesen Escort-Sachen echt Spaß, echt tolle erzählt sind, die Storys. Und finde ich auch, normalerweise hasse ich Escort-Missionen, aber da geht's eigentlich in so Städten. Wir sind schwer damit beschäftigt, Ausrüstung ebenso wie Kong Kongs in unsere Lagerhäuser zu schaffen, ehe die Stadt erneut von Ungeheuern heimgesucht wird. Nun, wir helfen gerne, wenn ihr uns lasst und uns nach der getanen Arbeit besagte Fragen beantworten könnt. Ein Handel also? Da sage ich nicht nein. Helft mir mehr, Hilfe ist mir mehr als willkommen. Vor allem beim Werkzeug und der Ausstattung hingen wir schlicht hinterher. Wenn ihr ein paar Kisten für uns tragen könnt, wäre ich euch äußerst dankbar. Die Angestellten des Spurns werden euch sagen, was genau weggeschaffen werden muss. Hi, Procrow und Base GR94. Ja, ich habe Days Gone schon durchgespielt. Allerdings noch nicht die Platin-Trophäe gemacht, da fehlen mir noch ein paar, Horde-Missionen. Und Procrow, das ist wieder Final Fantasy XIV. Und euch würde ich gerne unseren Stoff überlassen. Hinter der großen Tür dort ist ein Gang, der in unsere Weberei endet. Dort befindet sich eine Akorazoda-Weberin namens Kamala. Sie kümmert sich um die Verlagerung der Stoffe. Entschuldigt, falls ich schroff erscheine, der Seidenbau und damit diese Werkstatt ist unsere Lebensgrundlage, müsst ihr wissen. Wir sind zerstört, stehen wir buchstäblich vor dem Nichts. Unsere Dankbarkeit bis in, umso dankbarer bin ich über eure helfende Hand, so. Basegame, ich kann dir leider nicht sagen, ob Days Gone besser ist als Last of Us 2, weil ich Last of Us 2 noch nicht gespielt habe. Ich will vorher nochmal Last of Us 1 spielen, weil Last of Us 1 habe ich damals schon auf der PlayStation 3 nicht durchgespielt. Und Procrow, ich werde wahrscheinlich so bis zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr spielen. So das Übliche. Kommt immer darauf an, also ich peile mir jetzt diesmal 21.30 Uhr an, es kann aber sein, dass in irgendwelche Cutscenes kommen, dass es dann ein bisschen länger geht. So wie letztes Mal. Kamala? Huch, was treibt ihr denn her? Entschuldigt, aber wir können gerade wirklich keine Besichtigungen. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, zum Helfen seid ihr hier. Was für ein unerwarteter Segen. In dem Fall hätte ich einen Stapel Kisten für euch. Jeder von ihnen gehört in ein anderes unserer 3 Lagerhäuser. Aber die sind nicht schwer zu finden. Keine Sorge. Übergibt sie einfach den Arbeitern vor den entsprechenden Türen. Sie schieben den Sack dem Flurwache, auf den ihr gerade gekommen seid. Die kleine Schachtel muss in das Lagerhaus Nummer 3. Das ist ein etwas weiterer Weg. Aber wenn ihr mir euch so ansehe, sollte das kein Problem bereiten. Die etwas größere Kiste wiederum gehört ins Lagerhaus Nummer 1. Das findet ihr gleich nebenan. Zu guter Letzt hätten wir noch eine recht gewaltige Truhe für Lagerhaus Nummer 2. Sie ist schrecklich schwer, also hebt sie mit Vorsicht.
Tausend Dank, wirklich. In der Ecke habe ich besagte Kisten zumindest schon für den Abtransport gestapelt. Okay, du hast nur eine gewisse Zeit, um den Auftrag abzuschließen. Kehre bei einem Fehlschlag zum Ausgangspunkt zurück und versuche es erneut. Procrow, wie lange dauert dieses Spiel überhaupt? Wie gesagt, ich spiele jetzt seit 4-6 Jahren an dem Spiel. Und es gibt Leute, die länger dran spielen. Das Spiel wird halt immer ständig erweitert. Das ist eigentlich kein Spiel, was du durchspielst. Also, wie genauso wie WoW. WoW spielt man auch nicht durch. So, wo sind die Truhen? Also, ich habe allein über 500 Folgen Let's Plays bisher dazu. So, kleine Kiste. Die kleine Kiste ganz ans Ende. Manau. Es ist der letzte. Hier. Nabrival. Eine Kiste voller Feen und Zwirn. Dann seid ihr hier goldrichtig. Vielen Dank. Poco. Ich habe gesagt, dass ich Odyssey jetzt erstmal pausiert habe. Am Mittwoch werde ich jetzt erstmal. Fall Guys spielen. Das hoffentlich mit euch zusammen, weil das wird ab morgen free to play. Und nächste Woche schwebe ich gerade da, ob ich mit euch Assassin's Creed Valhalla weiterspielen soll oder mit Cyberpunk 2077 anfangen soll. Ich habe gerade irgendwie Lust auf Cyberpunk, weil ich gerade Neuromancer lese. Und Neuromancer ist im Prinzip das Buch, was damals den Cyberpunk erfunden hat. Hier werden unsere Endprodukte gelagert. Ihr wisst schon, Gewänder, Teppiche und dergleichen. Und diese Kiste, die ihr da habt, voller frisch genähter Kleider, lasst sie euch abnehmen. Sie war doch sicher furchtbar schwer zu tragen. Siehst du, also das sagt ihr auch, ich muss bei Cyberpunk muss ich halt erstmal gucken, wie stabil es ist, läuft. Aber wie gesagt, auf Cyberpunk hätte ich auch Bock. Das wäre dann aber wieder das Spiel, was ich auf Twitch spiele. Und immer jeden ersten und dritten Montag im Monat spiele ich dann mit euch Final Fantasy 14 weiter. Oh, ihr seid aber sehr hart am Arbeiten, das ist gut. Beschäftigung vertreibt düstere Gedanken und je besser wir vorbereitet sind, desto eher überstehen wir das nächste Unglück. Eine riesige Truhe voller Stoff wie? Dann gebt sie mal her, alle Ballen werden hier gelagert. Ihr seid schon fertig? Bei den Göttern, ihr müsst doch Hilfe gehabt haben. Oder seid ihr alle in Ernstes derart kräftig? Tja, viel mehr Arbeit habe ich gar nicht. Der Rest muss doch erst noch verpackt werden. Und ich dachte, ihr würdet weitaus länger an den Kisten zu schleppen haben. Da muss ich euch wohl oder übel zurück zu Chinapa schicken. Und vielen Dank, ehrlich. Seit gestern hat mich die Angst gepackt und ich denke an kaum etwas anderes als an diesen schrecklichen Angriff. Aber eure spontane Unterstützung, die wärmt mir das Herz und lässt mich neue Mut schöpfen. Irgendwann, wenn es wieder sicher ist, würde ich euch gerne angemessen danken. So. Ja, dann bin ich gespannt. Dann werde ich mir wahrscheinlich das, werde ich wahrscheinlich mit in zwei Wochen, oder nächste Woche dann mit euch in Cyberpunk mal reingucken. Und wie steht es um die Weberei? Ja, alles versorgt. Verstehe, verstehe. Kamala hat die Lage also perfekt im Griff. Das ist beruhigend zu hören. Tausend Dank für eure Hilfe. Ich muss dann nur gucken, wie ich das dann Twitch-konform mache. Das, wahrscheinlich muss ich erstmal gucken, an welchen Stellen ich dann mein Zensi reinhole. Also mein kleines Zensureinhorn hier. Um nackte Tatsachen und so weiter zu überblenden. Puh, ich bin auch fertig. Dann auch an euch, mein tiefster Dank. Im Angesicht der momentanen Situation wollen wir so gut vorbereitet sein, wie nur irgend möglich. Da ist es wichtig, unseren vielen Stoff und Fäden an einen sicheren Ort zu verwahren.
Das klingt, als hätten die Bestien des gestrigen Abends auch hier gewütet. Schon, glücklicherweise waren die meisten Arbeiter bereits zu Hause, aber... Wir, die noch im Zwirn waren, bemerkten zu spät, wie sich ein Bestie in die Spinnerei schob. Wir haben völlig gebannt gen Himmel gestarrt, wisst ihr? Wir griffen sofort die Flucht, aber einer meiner Freunde, das Biest hat ihn am Bein erwischt. Er fiel hin und schrie, wie ich ihn noch niemals jemand habe schreien hören, und dann verwandelte er sich selbst in ein Ungeheuer. Die anderen Kollegen sahen sich die ganze Tragödie mit weit aufgerissenen Augen an und begannen irgendetwas vor sich hin zu murmeln. Kein Herzschlag später wurde auch er entschuldigt. Procrow, mach's gut. Aber ihr sagte, dass ihr Fragen an mich hättet? Kennt ihr einen Händler namens Karl Zahl? Wir hörten, dass er ein Geschäft mit Radjas Zwirn abschließen wollte. Ja, das ist wahr. Letztendlich vergaben wir den Auftrag allerdings an ein anderes Handelshaus. Seine war nicht die einzige Gesellschaft, die aufgrund des Turmes in die Bredouille geraten ist, wisst ihr? Wir waren mit zahlreichen Händlern im Gespräch, die nicht minder enthusiastisch um uns warben. Am Ende war die Entscheidung rein geschäftlich und fiel nicht auf ihn. Unter uns und ganz persönlich gesprochen, es tat mir aufrichtig leid für ihn. Sein Anblick stach mir mitten ins Herz, als ich ihm die schlechte Nachricht überbringen musste. Er war nicht nur enttäuscht, er war zutiefst verzweifelt. Nun gut, ich werde es meinen Kollegen ausrichten, hat er nur gesagt und ist gegangen, mit schweren Schultern und ebenso schweren Schritt. Verzweifelt, sagt ihr, Denk an Vaspati. Ein jeder dort, Anwohner wie Soldat, war schwer verängstigt. Und dann verwandelten sie sich. Und Basegamer, vielen Dank fürs Teil des Streams. Dasselbe Spiel wie in der Spinnerei. Der von der Bestie erwischte Unglückselige sowie die Augenzeugen verwandelten sich beide im Moment der größten Furcht, oder nicht? Und dann natürlich Karl Zahl. Alle haben gesagt, dass ihnen nichts Besonderes an ihm aufgefallen sei. Aber jede einzelne Person, die wir befragt haben, sprach von seiner verzweifelten Lage. Tara, es ist ein irrsinniger Gedanke, aber könnte es sein, dass die Verwandlung von Angst und Verzweiflung ausgelöst werde? Wir sollten unbedingt mit den anderen darüber sprechen. Der Megaduta-Tempel ist ohnehin gleich ums Eck. Der Megaduta-Tempel. So, C ist der Zwirn.